Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Und Jesus sprach zu ihnen: Kommt und folget mir nach. Ich werde euch zu Menschenfischern machen. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. Als Jesus hörte, dass Johannes ausgeliefert worden war, kehrte er nach Galiläa zurück. Er verließ Nazareth, um in Kapharnaum zu wohnen, das am See liegt, im Gebiet von Sebulon und Naphtali. Denn es sollte sich erfüllen, was durch den Propheten Jesaja gesagt worden ist: Das Land Sebulon und das Land Naphtali, die Straße am Meer, das Gebiet jenseits des Jordan, das heidnische Galiläa. Das Volk, das im Dunkel saß, hat ein helles Licht gesehen. Denen, die im Schattenreich des Todes wohnten, ist ein Licht erschienen. Von da an begann Jesus zu verkünden: Kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe. Als Jesus am See von Galiläa entlang ging, sah er zwei Brüder, Simon, genannt Petrus, und seinen Bruder Andreas. Sie warfen gerade ihr Netz in den See, denn sie waren Fischer. Da sagte er zu ihnen: Kommt her, folgt mir nach. Ich werde euch zu Menschenfischern machen. Sofort ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm nach. Als er weiterging, sah er zwei andere Brüder, Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und seinem Bruder Johannes. Sie waren mit ihrem Vater Zebedäus im Boot und richteten ihre Netze her. Er rief sie, und sogleich verließen sie das Boot und ihren Vater und folgten Jesus nach. Er zog in ganz Galiläa umher, lehrte in den Synagogen, verkündete das Evangelium vom Reich und heilte im Volk alle Krankheiten und Leiden. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Pfarrgemeinderatsmitglieder, liebe Schwestern und Brüder im Glauben hier in der Kirche und an unserem Livestream. Es ist spannend, das erste öffentliche Auftreten Jesu wahrzunehmen. Für mich zwei zentrale Dinge: die Botschaft, die erste Botschaft an Jesus: Kehrt um, denn das Reich Gottes ist nahe. Und die Berufung der ersten Jünger: Ich werde euch zu Menschenfischern machen. Und er hat ja ihr Leben geradezu auf den Kopf gestellt, 180 Grad. Wir haben heute gehört von Pfarrer Faulhaber, erinnert euch, von Lateinamerika, die Pastoral der Umkehr. Es wird 180 Grad, auch wenn wir es selber noch nicht in unseren Köpfen und Herzen verarbeitet haben, es wird sich zu 180% vieles verändern, bis hinein in die Spitzen der Kirche.
Nur das muss man sich immer wieder neu bewusst machen. Es war aber auch damals für die Jünger keine andere Situation, wenn wir genau hinschauen. Jesus ruft ins Reich Gottes. Was ist das Reich Gottes? Das Reich Gottes ist nicht ein abgestecktes Territorium. Hier ist der Grenzpfahl und dann treten wir ein und irgendwo endet es. Nein, es ist kein Zustand. Es ist eigentlich lebendiger Prozess. Das Reich Gottes entsteht in den Herzen der Menschen. So war es zur Zeit Jesu. Es ist durch die Menschen entstanden und gewachsen, die ihm nachgefolgt sind. Und die gesagt haben, wir verändern unser Leben, wir stellen unser Leben unter die Botschaft Jesu Christi. Und so ist dieses Reich Gottes auch heute nicht ein Zustand, der abgegrenzt da ist, auf den wir hinarbeiten. Nein, das Reich Gottes ist hier und heute unter uns schon da. Und es wird da lebendig, wo wir auch zu Menschen werden, wie die Jünger damals, die sich für diese Botschaft öffnen. Ich werde euch zu Menschenfischern machen. Da ist für mich ein sehr schönes Bild drin. Die Jünger hatten Netze, um die Fische zum Tod zu fangen, um sie dann in ihrem Alltag auf ihrem Markt zu verkaufen und damit den Lebensunterhalt zu sichern. Und sie sollen jetzt Netze knüpfen, die Menschen auffangen zum Leben, Netzwerke bilden. Ich weiß, dass es sehr spannend war in Fulda, als der neue Begriff kam, Antonius Netzwerk Mensch. Aber eigentlich ist da das Wesentliche drin ausgesagt. Es braucht auch gerade in unserem Glauben Netzwerke. Wir sind ja im fünften Jahr der Innenstadtpfarrei. In der kirchenrechtlichen feierlichen Urkunde des Bischofs ist kirchenrechtlich von der Infusion, ja, braucht man manchmal auch, aber von der Fusionierung die Rede. Aber eigentlich, unser Bischof Michael betont immer, es geht nicht da um irgendeinen rechtlichen Akt, sondern es geht um die Verknüpfung, um Netzwerke, die sich bilden. Und in einem Netzwerk, wir haben darüber auch heute kurz gesprochen, 4 ursprüngliche Pfarreien sind in dieses Netzwerk. Der Vorteil war, dass die einen Stärken hatten und konnten die mit einbringen, wo die anderen jetzt davon leben. Oder es gab Dinge, wo man sagt, ach, das geht bei uns gar nicht mehr. Aber zusammen in dem Netzwerk mit den anderen werden ganz neue Dinge möglich. Die Jünger konnten aber diese neuen Netze nur knüpfen, weil sie die alten Netze haben liegen lassen. Sie mussten die alten Netze liegen lassen, um neue Netze aufzugreifen, die dann die Menschen in der Gemeinschaft des Glaubens verbunden hat. Und das sind ja auch die Prozesse, in der wir stehen. Wir müssen so manches alte Netz, was uns lieb geworden ist, mit viel Schmerzen. Und sie glauben ja nicht, dass das so einfach, der Evangelist muss es natürlich ein bisschen, damit es als Botschaft ankommt, glorifizieren. Sie legten die Netze liegen und hüpften hinterher. Ich glaube, es waren auch Prozesse, Familie zurücklassen, Arbeitsplatz zurücklassen, das gewohnte Umfeld zurücklassen, um wieder etwas Neues zu gestalten und zu entdecken mit Jesus. Und ich glaube, das ist auch, wir haben heute entdeckt, oder schließe ich mich mit ein, wir sagen immer, wir haben in 5 Jahren das und das miteinander geschafft. Falsch. Der liebe Gott hat mit uns in 5 Jahren das und das geschafft. Ich glaube, auf den Blickwinkel kommt es an. Und da haben wir jetzt was Spannendes vor, was der Kurt Faulhaber uns als Impuls heute mitgegeben hat, eine Schriftrolle. Und die Schriftrolle wollen wir als Pfarrgemeinderat, kann man auch im persönlichen Leben, auch in anderen, mit Leben füllen.
und auf einer Schriftrolle. Warum eine Schriftrolle? Die biblische Botschaft wird weitergeschrieben. Sie ist mit den vier Evangelien und den Briefen und dem Alten Testament nicht zu Ende, sondern Gott schreibt sein Testament weiter, heute mit dir und mir. Und wir wollen es uns zum Brauch machen, auf dieser oder einer ähnlichen Schriftrolle, all das zu sammeln, was unser Leben geprägt hat. Vielleicht in der Familie, in unserer Pfarrei, in unseren Bezügen, was uns, das haben wir heute auch schon beispielhaft getan, auch in der Umgebung unserer Welt. Und dann gilt es darauf zu schauen, wo kommt Gott da drin vor? Und dann spüren wir sehr schnell, und das war auch die Erfahrung der Jünger, Gott ist drin in den Begegnungen, in den positiven Ereignissen. Er ist aber auch drin in den Knoten und Mauern meines Lebens, die ich noch nicht überwunden habe. Auch da ist Gott drin. Und was ich dieser Woche auch schon mal in einer Predigt gesagt habe, es ist so ein neues Aha-Erlebnis. Wir dürfen diesen Gott lebendig machen in dieser Welt. Wir dürfen ihn weitertragen. Aber überall, wo dieser Gott, wo wir ihn meinen, hinbringen zu müssen, ist er schon längst da. Und das ist auch was Tröstendes. Vielleicht können wir dazu beitragen, dass er da und dort auch ein bisschen erfahrbarer, greifbarer, sichtbarer wird. Was ist die Grundessenz einer Schriftrolle? Es geht darum, das, was ich im Glauben und in meinem Leben erlebe, miteinander zu teilen. War mein Thema schon letzten Sonntag. Wir müssen voneinander wissen, umeinander wissen und einander erzählen, miteinander teilen. Das ist das, was Bischof Michael auch immer ganz besonders uns ans Herz legt. Erzählt einander, was euch im Glauben geprägt hat, was ihr erlebt und wo in diesen Geschichten eures Lebens Gott vorkommt. Die Jünger sind aufgebrochen mit Jesus und sie haben mithelfen dürfen, am Reich Gottes zu bauen. Teilen wir auch heute miteinander unseren Glauben, was uns wertvoll ist, wo wir ihn in unserem Leben entdeckt haben, und dann können wir auch mit seiner Hilfe Reich Gottes bauen, hier und heute.